Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Paskalationskanal. Ihr wisst doch Bescheid. Und zwar kommen wir zum zweiten Unboxing an diesem Tage. Und zwar zum Unboxing von Play 69 Babylon 2. Da ist das gute Stück. Gleichzeitig ein geiler Moment. Wir tun eine Playbox öffnen, der mit die besten Boxen macht. So Top 10, Top 15, ich weiß nicht ganz genau. Also es gibt ja keine richtige Liste so bei mir, aber der macht immer geile Boxen. Selbst bei ASAP hattest du einen Jogginganzug, kugelsicherer Jugendlicher hatten wir einen Jogginganzug, Babylon 1. Da hatte ich die Box nicht, da weiß ich es gar nicht genau. Oder? Ne, die Box hatte ich gar nicht. Auf jeden Fall, traurig, dass das vielleicht das letzte Play-Unboxing sein könnte, weil er seine Karriere ja beendet hat, so angeblich so erstmal. Und ja, traurig, Alter. Jetzt gucken wir mal. Sorry, ist mit Tesa noch zugeklebt bei der Box. Warum auch immer. Ich find's schade, weil ich ihn für sehr talentiert halte. Das einzige Album, was ich gar nicht gefeiert habe, war ASAP so. Ist auch okay. Man muss nicht immer alles feiern, so, ihr wisst. Ich brauche ein bisschen gerade, aber dann kann ich euch zumindest noch kurz volllabern. Holt euch auf jeden Fall ein Album, und wenn es kein Album mehr gibt oder keine Box oder ihr das Geld nicht habt, streamt das Ding auf Spotify und so weiter, damit wir ihn überzeugen können, nicht aufzuhören, also dass er wieder zurückkommt, dass die Pause nicht zu lang wird. So, wäre schade, wenn der gar keine Musik mehr machen will. Aber jetzt geht's richtig los mit der Unboxing. Zack, hier haben wir vorne. Sieht geil aus, finde ich. Kann man sich geil. Die Box wirkt sehr vollgestellt. Hier, ich habe die noch nicht mal aufgemacht und die geht schon fast von alleine auf, jetzt wo der Tesa weg ist. Ist schon mal gut. Gutes Zeichen, dass die gut gefüllt ist, Alter. Ah, okay. Das kommt zum Schluss. Da haben wir hier ein Poster. Ein sehr großes, wie es mir scheint. Wow. Jo, das ist schon sehr mächtig. Da haben wir einmal den Play 69 höchstpersönlich hier am Start. Und dann haben wir noch hier das Bild hier mit der Maske, der kriminelle Typ, so, ihr wisst Bescheid, Alter. Zack. Was haben wir denn noch Schönes in der Box? Dann natürlich, was in keiner Box fehlen darf, sind die Sticker. Pow. Dann haben wir hier noch stark. Und natürlich hier das Albumcover. Boom. Was haben wir denn noch? Dann kommen wir auch wieder mal zum Herzstück des Albums, soll ich wahrscheinlich sagen. Ich meine der Box. Und zwar das Album selbst. Ich habe viele Reactions gemacht zur Promophase. Gerade sein letzter Song, Tata, ist rausgekommen. Da habe ich auch eine Reaction nochmal zugemacht. Könnt ihr abchecken. Ich gucke gleich mal auf die Tracklist. Und dann... wir haben insgesamt 15 Tracks. Wir haben viele Features drauf, glaube ich. Mo Phoenix ist drauf. Samra ist drauf. War auch ein ganz guter Track. Safe mit Azad fand ich auch ganz gut. Kriminell, I am Criminal mit 18 Grad fand ich richtig stark. Angie ist noch drauf oder NG, wie auch immer. Fero für 7 ist drauf. Carlo ist drauf. So. Digga, nice. Aber checkt doch selbst nochmal die Tracklist ab, Leute. Glaubt ihr, Babylon, alle die es schon gehört haben, schreibt mal in die Kommentare, ob Babylon 2 an Babylon 1 aus eurer Sicht rankommt. Oder ob ihr sagt, ne, gar nicht meins. Also Teil 1 war schon so legendemäßig, also für die Play-Fans so, wisst ihr? Werden produziert. T-Side, der produziert eigentlich mit alles für Supremus. Deswegen ist das jetzt nicht verwunderlich. Hätte ich jetzt auch geraten, wenn ich ehrlich bin. Winor kann auch mit produziert. Sonst noch jemand? Tisside, ihr wisst doch. Ne, sonst hat... Doch, RKN ist noch am Start. Ja, sonst eigentlich nur Tisside, glaube ich, oder? O5 oder O5, oder wie der ausgesprochen wird, hat auch noch mit produziert. Ja, und das war's hier. Hier sind dann noch ein paar Bilder drin und so weiter. Boom. Ja, ich freue mich aufs Album, ehrlich gesagt. Ich werde es mir auf jeden Fall geben, so. Ja, ich bin großer... Fan von Play-Musik, mal bis auf ASAP fand ich seine Alben immer gut. Sind ja auch Top 10 gegangen, zum Beispiel, glaube ich, Kugelsicher Jugendlicher und
Babylon, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder auf jeden Fall knapp davor. Und ja, das zeigt ja schon, was für ein krasser Künstler-Play ist. Weil es ja jetzt auch nicht so, dass er so berühmt ist und so eine riesen Reichweite hat, dass es deswegen ist. Gucken wir mal. Und jetzt kommen wir zum Highlight der Box hier, nach dem Album. Okay. Hier ist das Ding. Halt mit Einbrechermaske quasi am Pullover. Hat sie hier. Zack, seht ihr das? Gesicht zugezogen und dann kannst du einfach den Reißverschluss aufmachen, wenn du den nicht aufhaben willst. Und zack, wupp, ist die Maske weg und du hast. Ja, ist doch eine coole Idee auf jeden Fall. Ja, dann von hinten ist halt nochmal Babylon 2 drauf, wie auf dem Poster sozusagen. Zack, wirkt doch eine gute Größe. Ja, ich gönne mir den. Weiß nicht, wie der aussehen wird, wenn man ihn trägt. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Werde ich euch auf jeden Fall bestimmt auch nochmal ein Foto auf Insta zeigen. Jeder, der mir auf Insta folgt, so poste ich die Sachen einzeln auch nochmal. Ja, was soll ich sagen, Alter? Schade, dass Play aufhören wird. Macht mich ein bisschen traurig als Deutschrap-Fan, aber sonst, Alter, was gibt es sonst zu sagen? Supported Play und ja, alles Gute auf seinem Weg. Falls du das irgendwie sehen solltest, kann ich mir nicht vorstellen. Wie auch immer, wenn du Rap feierst, so wie ich, Alter, lass ein Abo da und lass doch einen Kommentar über diese Box da. Und das war's von mir. Ich bin raus, meine Freunde. Peace.